Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight. Wir sind auf den Ebenen von Onara. Ich habe hier nämlich einige Weltquests erledigt und wir fliegen jetzt gemeinsam mal von hier aus in die Zaralek-Höhlen. Ist auch spannend, oder? Wir kennen bis jetzt ja nur den Weg vor Waldracken und wollen jetzt einmal hier den anderen Weg nehmen. So, wir springen auf unseren Drachen, machen die Karte auf. Wir haben sogar zwei Stück zur Auswahl, wobei das ja schon am zurblauen Gebirge ist, um Gottes Willen. Es ist tatsächlich gerade eine frühe Aufnahme, will ich nicht sagen, kurz vor 11, aber eine frühere Aufnahme als sonst. Sonst nehme ich WoW ja mal abends auf und wir haben mal wieder, guck mal hier, Sonnenschein. Ja, das hier ist tatsächlich ein Eingang in die Zaralek-Höhlen bei diesem Dreifeller hier. Dreifeller-Ausblick. Riesenbaum, Zaralek-Höhle, Riesenbaumhügel. Jetzt bin ich voll verwirrt. Auf jeden Fall, da oben war ja diese Wand, wo immer die Leute gegengehakt haben. Wisst ihr noch? Und die ist jetzt offen. Dieser Mineneingang, kann man sagen. Da kommen jetzt die Zaralek-Höhlen. Und wir haben jetzt hier bei den Ebenen von Onara auch einen Eingang. Und ich habe keine Ahnung, wo. Irgendwo bei Terrakai. Wir schauen mal. Und ihr seht vom Ruf her, 500 fehlen noch für die große 3000er-Quest. Und nur noch 150 für die Niffen-Aufgabe. Also das machen wir auf jeden Fall auch noch fertig. Die Niffen gemeinsam und das andere mache ich dann. Es gibt in den Ebenen von Onara so viel zu dokumentieren. Weitere Fotografen sind immer willkommen. Notfalls ohne euch, aber ich habe echt keine Ahnung, wo hier jetzt ein Eingang sein soll. Oha, hier. Oha. Das ist schon krass, mit diesem ladezeitfreien Übergang und so. Ah, ich hätte nicht sagen sollen, was denn jetzt passiert? Ich bin tot. Okay. Ich starte das Spiel mal eben neu. Ja, das ist, wenn man sagt, hey, cool, es gibt keine Ladezeit. Man kann so schön spontan rüberfliegen, ohne dass was passiert. Zack, stürzt das Spiel ab. Man sollte sowas einfach nicht sagen. Ja, wir werden jetzt nicht tot sein, oder? Okay, es war einfach nur... Ich weiß es nicht. Ah ja, okay. Wir tun so, als wäre das nie passiert. So, wir haben noch ein paar Weltquests offen. Zum Beispiel das hier. Welche Kristalle sammeln? Wir wollen natürlich... Die Heileigenschaften verdienen ihre eigenen Experimente. Tragt sie zusammen, dann sehen wir, was sich machen lässt. Ich muss näher ran. Einfach nur besiegen oder ist da wieder irgendein Trick dahinter? Ah ja. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ja, machen wir mal eben, oder? Mal eben die Weltquest mitnehmen und dann gehen wir zu Ebyssia an. Und wollen weiter Fyrak jagen. Es gibt ja auch schon tatsächlich einige Inhalte zu, oder einige Informationen zu Patch 10.1.5. Was sich gar nicht so schlecht anhört. So.
muss zuerst etwas anvisieren. 4. Ja, so eine richtig geile Dropchance ist es nicht, ne? Ich muss näher ran. So, nochmal 2. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Und hier nochmal ein bisschen Schmiedekunst verbessern. Perfekt. Schmiedekunst. Ich kann das nicht angreifen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Schauen wir mal. Geil. Essenz destillieren? Verflüssigen? Trinken? Nein, noch nicht. So machen wir das noch schnell und dann haben wir die 1500 Ruf voll. Okay? Und dann gehen wir zu Bissian. Versprochen. Dann gehen wir wirklich zu Bissian, okay? Ein Siedler Jaren kennt die besten Schnüffelmäuse. Wenn ihr euch eine von ihm leiht, findet ihr bestimmt besonders gute Gerüche. Yay. Aber nur die besten Gerüche, bitte. Was ist das? Ausgegrabener Stinky. Duftis gefunden. Ich merke, wir sind wieder auf dem höchsten Niveau unterwegs hier. Ja, das ist schon der neue Drache. Nicht spoilern lassen, nicht hingucken. Schnell die Augen zumachen. Achso, wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Die spawnen die eigentlich oder sind die für alle Spiele? Ach, guck mal, Murlocs! Hallo! Die spawnen. Das ist natürlich ungünstig. Das ist schade, ne? Dass jetzt hier die Spieler die nicht einfach gleichzeitig abbauen können. Na gut. Meins! Ausgegrabener Stinky. Mhm. Cool. Qualitativ hochwertige Sachen, die wir finden. Wir haben die Maus auf dem Kopf. Um Gottes Willen. Ja. Los. Hab ich doch da. Ernsthaft? Also die klauen mir die auch, ja? Oder er. Merke ich mir. Wollen kämpfen? Ach nö, ich will nur Stinkies sammeln. Ja, sind ganz lustige Weltquests, glaube ich. Oh Gott. Ich brauche ein Ziel. So. Ah, mit dem Hammer, dass man immer mehrere Gegner angreift, ist auch nicht so ideal.
Ziel. So. Sehr schön. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir nichts mehr. Da ist noch was. Die sehen aber cool aus, die Murlocs. Oh, hier ist eine Angelroute, guck mal. Oh. Süß. Ganz süß. Ups, ups. Naja gut, noch zwei Stinkies, dann haben wir's. Also es ist eine sehr interessante Erfahrung, ein World of Warcraft Addon zu spielen, das sich derart, oder ein Patch zu spielen, der sich derart um Gerüche dreht, ne? Ist ja auch mal was Neues. Dankeschön, Dankeschön. Ah ja, jetzt müssen wir natürlich heute auch wieder unsere Schnecken-Daily machen, ne? Ich euch nicht fressen, versprochen. Oh, was für ein Duft. Mit einer Schnüffelmaus seid ihr darin fast so gut wie ein Niffen. Ja, aber auch nur mit der Schnüffelmaus. Oh je. Gut, auf Naloam. Wir haben die 1500 Ruf voll. Wir sind ein richtig toller Niffenschnüffler. Hat was von Morrowind. So. Wow, seid gegrüßt! Ihr seid ein gutes Stück näher daran, das gute Zeug zu riechen. Ihr habt meinen Dank. Bis dann! Cool. Wow. Nice. Okay, was sagt jetzt der Ruf hier? 7. Gut, aber wie versprochen, wir sind wieder bei einer Viertelstunde. Wir fliegen zu Ibysian. Wir wollen wenigstens ein, zwei Story-Kapitel noch spielen. Auf die Gates. Ibysian! Storytechnisch nochmal refreshen. Alexstrasza hat Bedenken wegen der Schattenflamme und Fyrak hat sie jetzt zu sich genommen und ja. Es gibt aber hier noch Soldaten, die weiterhin dem schwarzen Drachenschwarm treu sind und uns helfen könnten, über Arborus und die Schattenflamme mehr zu erfahren und vielleicht sogar Fyrak aufzuhalten. Und deswegen treffen wir uns hier mit Ibysian bei diesem Obsidian-Soldaten. Hier sind sie auch schon. Hier waren wir auch schon mal. Obsidian-Rast. Oha. Furorion? Möchtet ihr etwas besprechen? Da wären wir in einer sehr ungewöhnlichen Umgebung. Aber ich habe das Gefühl, dass alles sich ändern wird, sobald wir die Geheimnisse von Eltarions Vermächtnis aufdecken. Erzählt mir von Arborus. Ein mysteriöser und düsterer Ort, verborgen vor dem Rest der Welt und aus gutem Grund. Die Wände des Labors selbst scheinen wie Echos von dunkler Magie und verbotenem Wissen zu flüstern. Es ist ein Ort der Gefahr und Faszination, einer, den wir erforschen müssen, wenn wir uns dem Vermächtnis unseres Vaters stellen wollen. Und was ist mit Sabelian? Ihr meint den angeblichen Erben? Seine Wunden scheinen sehr schnell zu verheilen. Es würde mich nicht überraschen, wenn er wieder voll bei Kräften wäre. Leider denkt er immer noch, die Führung des schwarzen Drachenschwarmes wäre sein Recht. Er ist die Verkörperung der alten Tage, ein Überbleibsel der Vergangenheit, wenn man so will, und deswegen kann ich ihn ihm nicht überlassen. Wir müssen uns von den alten Wegen trennen. Ich muss den Schwarm voranbringen. Ja, sorry, trotzdem ist Ibysian der einzige Richtige für den Job. Jede Handlung hat Folgen. Sabelian? Ich war zu lange fort. Nichts sollte unseren Bemühungen ins Labor zu gelangen im Wege stehen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir hierbei erfolgreich sind.
Wie geht es euren Wunden? Schon gut. Es braucht deutlich mehr, um mich klein zu kriegen, aber ich mache mir Sorgen, was Phyraks Grenzüberschreitung für uns alle bedeuten könnte. Es sind bereits Stärkere als er der Schattenflamme erlegen und so vom Weg abgekommen. Zum Beispiel Netarion. Meine Rückkehr war absolut entscheidend. Übisian? Ah, ich danke euch für eure zeitige Ankunft. Warum ist Arborus so wichtig? Warum ist Arborus so wichtig? Warum ist Arborus so wichtig? Mögen die Winde euch leiten. Ah! Sag es mir! Die Aspekte mögen euch schützen. Okay, die nächste Runde. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Ich bin froh, dass ihr euch uns angeschlossen habt. Seid vorsichtig. Es grenzt an ein Wunder, dass dieser Außenposten nach Neltarions Verschwinden so lange überlebt hat. Seit Wochen berichten Späher von erhöhter Jaradin-Aktivität in dem Gebiet. Sie bauen eine Armee auf und werden immer aggressiver, wenn es darum geht, ihr Territorium zu erweitern. Wir müssen jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergreifen, um die Motivation des Feindes zu verstehen. Wir müssen bevor wir dem Konflikt beitreten, brauchen wir alle verfügbaren Informationen und Ressourcen. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall auch wieder auf LFR Schwierigkeit den Raid machen. So dass wir auf jeden Fall auch die Story, in Anführungszeichen, vom Raid mitnehmen. Ob wir DPS machen oder Tank, muss ich mir nochmal überlegen. Für den First Run ist wahrscheinlich der DPS-Weg vernünftiger, damit die anderen Gruppenmitglieder nicht unter mir leiden müssen. Bericht des Flugmeisters. Auf dem verwitterten Pergament skizziert der Schlachtbericht die Luftblockade durch die Jaradin-Armee. Schlachtfeldruinen Luftbericht. Der Luftraum über den Schlachtfeldruinen ist eine Todesfalle. Wer ihnen zu nahe kommt, muss damit rechnen, von den Ballisten oder den Elementarmagiern der Jaradin vom Himmel gepustet zu werden. Ehe die Luftblockade nicht durchbrochen wird, sind unsere Optionen sehr begrenzt. Flugmeisterin Keskos. Zashivak. Die Aspekte sind zurück. Wir stehen vereint mit dem schwarzen Drachenschwarm. Wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können, um die Jaradin aufzuhalten. Becke, habt Glück. Ich habe vor kurzem viele brennbare Geräte erhalten. Ich werde sie euch schicken. Sehr gütig, dankeschön. Ich meine, es ist natürlich auch in deren Interesse, dass nicht hier direkt neben ihnen die Jaradin-Armee erstarkt. Okay. Verzaubertes Fernglas. Verzaubertes Fernglas. Oha. Vor langer Zeit nahmen die Drachen uns unseren Ältesten. Er wartet, gefangen in Arborus. Doch die Jaradin haben es nicht vergessen und stürmen bald das Gefängnis, um ihn zu befreien. Ja, zwei dieser Ältesten haben wir ja schon als Weltboss besiegt. Eieiei. Okay, die Jaradin machen also die Drachen dafür verantwortlich, dass ihre Ältesten eingekerkert wurden. Und das nutzen die Primalisten natürlich aus und die Inkarnationen, um so einen Verbündeten gegen die Drachen zu haben. Oh Mann. Hallo. Interessant. Das Bett hier ist echt bequem. Ihr werdet schlafen wie eine Tote. Falls ihr je was braucht. Oh nein, was ist das denn? Was machst du denn hier? Stört mich nicht, ich lerne. Eieiei. Na gut. So, Arborus-Forscher, Abgesandter von Valdiracken. Norsgo, der Stolze. Oh. Wow. Okay. Season 2 Gear ist klar. Wieder Mythic Plus und PvP so ein Kram. Gut. Ach, sieht aber geil aus, ne? Hätten die mal Tiefenhain damals so gemacht. Ohne Ladebildschirm und sowas. Dann wäre es nochmal ein Ticken geiler.
Joa, also die Lage ist so, wir haben jetzt ein bisschen Feuerunterstützung bekommen, wortwörtlich. Der Luftraum ist blockiert und die Ältesten werden bald auferstehen. Sieht ziemlich bescheiden aus. Da sind sie. Was habt ihr gefunden? Ja, aber hier ist die Bombenunterstützung. Wir leben in harten Zeiten. Die Aspekte mögen euch schützen. Wir alle leben in harten Zeiten. Seid vorsichtig. Wir müssen besprechen, was wir in Erfahrung bringen konnten. Mögen die Winde euch leiten. Die Lage ist schlimmer, als wir dachten. Durch ihre Vorherrschaft in der Luft sind wir deutlich am Hintertreffen. Sie haben vor, ihre mächtigen Ältesten aus Arboros zu befreien. Wenn wir das zulassen, könnten wir die Kontrolle über dieses Gebiet endgültig verlieren. Sucht Feldkommandant Ignax in den Schlachtfeldruinen auf und erkundigt euch, was ihr tun könnt, um das Blatt in der Schlacht zu wenden. Wir werden in Kürze zu euch stoßen. Die Aspekte bringt diese Bomben zum Feldkommandanten. Er weiß bestimmt etwas damit anzufangen. Ich würde einmal... Wir zählen auf euch. Ja, danke. Sabelian? Das ist ja gar nichts. Wir gehen nochmal ganz kurz nach Loam. Ich würde mal versuchen, ein paar Flugsteine auszulegen. Wir bekommen jetzt die ganze Zeit keine, weil wir mit 2000 das Maximum erreicht haben. Dann können wir ja auch just for fun irgendwas hochboosten. Ist ja dann auch wurscht. Bevor sie ins Leere laufen... Hallo, ich habe mal Bomben dabei. Aber keine Sorgen machen, bitte. Die Himmel rufen mich. Lebt wohl. Ach so, können wir hier auch was kaufen, was noch besser wir ist? Wir haben lange genug geschlafen. Nee. Möge unsere Suche fruchtbar sein. Nee. Das denn zum Beispiel? Ja, dafür brauchen wir jetzt schon wieder so ein Ding. Das haben wir ja nicht. Dafür brauchen wir auch so ein Ding. Super, ne? Was ist denn kein Set-Bonus? Stiefel. Also wir könnten Stiefel nehmen. Haben wir Schuhe? Schuhe. Ja. Bleibt wachsam. Okay. Ob sich das jetzt so lohnt, weiß ich halt nicht. Was haben wir denn noch? 411. Schmuck. 395. Schmuck. Bleibt vorsichtig. Das können wir halt machen. Ob sich das jetzt so mega lohnt, weiß ich nicht. 98. Hose. Hose. Ich biete euch meine Hilfe an. Klare Himmel und starke Winde. Das war's aber, ne? 395, jo. So viele Möglichkeiten. Was mit unserem Umhang? 398. Dann halt nicht. Du, 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 du. So. Okay. Es ist eine Welt der Wunder. Weil jetzt bekommen wir halt wieder die Gegenstände, ne? Weil ist ja Quatsch, wenn wir die Möglichkeit uns verbauen, dass wir weiter Flugsteine bekommen. Jetzt haben wir wieder, wie viel haben wir jetzt? Mal 500 Platz. Ich habe genau das, was ihr sucht. Sollen wir was anderes nehmen? Sollen wir, keine Ahnung.
Schon verstanden. Wir bleiben dabei. Was war das eine gerade für ein Schwert? Moment mal. Ja, ich hab's halt echt mit Schwertern nicht, ne? Ich bin so unzufrieden mit der Auswahl an Zweihandschwertern für Blutelfen. Bei männlichen geht's ja vielleicht noch, aber für weibliche Blutelfen, es fehlt einfach irgendwas Kleines, Kompaktes. Irgendwas Schönes, Kleines. I don't know. Gut, jetzt kriegen wir hier auch nochmal die 500 Ruf oben drauf. Dann sind wir bei 2300 knapp. Dann können wir die auch endlich fertig machen, die Tuska. Dann war's das. So. Zwingt die Waffen! Das ist keine Bedrohung! Also, da hinten waren wir ja, ne? Und hier ist jetzt die Front. Ist wirklich nicht weit weg. Feldkommandant Ignax. Es tut gut, hier draußen einen Verbündeten zu sehen. Das ist gerade das Beste, was uns passieren konnte. Wir haben die Jaradin seit einer gefühlten Ewigkeit unerbittlich bekämpft. Das Schlachtfeld ist ein Ödland, geschundet vom Konflikt zwischen uns. Versteht mich nicht falsch, die Jaradin sind erfahrene Drachentöter, aber in diesem Moment stehen ihre skrupellosesten Vorgehensweisen ganz im Schatten der verheerenden Kraft ihrer Schlachtfeldballisten, denn diese können jede Bedrohung aus großer Entfernung ausschalten. Ich habe so viele gute Soldaten durch diese mächtigen Waffen verloren. Es ist extrem wichtig, dass wir die Ballisten zerstören und somit auf dem Schlachtfeld für Chancengleichheit sorgen und in die Lüfte steigen können. Dann ist es sogar möglich, dass wir in diesem Krieg die Oberhand gewinnen. Die Feuerrufer sind äußerst formidable Gegner. Dank ihrer mächtigen, tödlichen Magie können sie alles pulverisieren, was ihnen zu nahe kommt. Sie haben sich auf hohe Felsvorsprünge strategisch gut positioniert und das macht es schwierig, sie zu erreichen. Wir können allerdings nicht länger zulassen, dass sie von dort aus unsere Streitkräfte dezimieren. Das Schicksal unserer Streitkräfte wird durch euer Handeln mitbestimmt. Viel Glück! Wir brauchen Infos, und zwar sofort. Irgendwo in einem der Lager der Jaradin hält sich ihr Feldgeneral auf. Er ist ein erfahrener und außerordentlich starker Gegner und ist für die Angriffe auf unsere Streitkräfte verantwortlich. Unsere örtlichen Agenten zufolge könnte er im Besitz wichtiger Militärbefehle sein, in denen ihre nächste Offensive und die Orte ihrer neuen Versorgungslinie aufgeführt sind. Es ist äußerst wichtig, dass wir uns diese Befehle schnappen. Wir müssen verhindern, dass die Jaradin die Oberhand gewinnen. Getrieben von ihrem Hass führt Kriegsruferin Onwarf die Bemühungen der Jaradin an, ihre Ältesten aus Arborus zu befreien. Kann ich ja sogar fast verstehen. So ist es. Aber das kann ich ja fast wieder verstehen, ne? Die Jaradin sehen ja wahrscheinlich einfach nur ein Vergehen da drin, dass irgendwann mal ihre Ältesten eingesperrt wurden. Okay, wir machen also jetzt so eine Sneaky-Aktion, ja? Wir lassen die... Eieiei. Da haben wir die erste Armbrust. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Ach du Scheiße. Okay. Da haben wir noch eine Flammenzunge. Oh, wo kommen die denn immer her? Also die sind echt böse hier, die Berserker.
Ich bin außer Reichweite. Mal schön nacheinander hier. Schön für die Hilfe. Aber hast du einen Lavakessel dabei? Ich habe kein Ziel. So, dann haben wir unten noch einen. Eine. Okay, das waren die Ballisten. Da hinten haben wir den Hauptmann, ja. Die Ballisten sind zerstört! Schrieger, schickt nach den Drachenlords! Der Sieg ist nahe! Ja, sie steht hier vielleicht auch ein bisschen unbewacht, oder? Ein bisschen zu siegessicher. Stimmt vermutlich sogar. Aua. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Puh. Money, money, money. Invasionspläne erhalten. Ich bin außer Reichweite. Details zur Entdeckung der Kriegerdrachen und zum geplanten Angriff auf ihr Brutgebiet. Oh mein Gott. Okay, sie wollen irgendwelche Drachen angreifen. Sehr interessant. Ob das wohl mit dem neuen Mount zusammenhängt? Nobody knows. Ich brauche ein Ziel. So, das war's. Sehr schön. Selbst von hier oben sieht man den Rauch. Gute Arbeit. Ach Gott, kommt ihr denn jetzt her? Na jetzt kommt ihr, ja? Furorian, Sabilian, Ibysian. Und wieder haben wir unserem Feind einen Vorteil genommen. Lagebericht. Das hatte ich keinesfalls erwartet. Laut diesem Bericht haben die Jaradin eine neue drachenähnliche Art in den Höhlen östlich von hier entdeckt. Hm, sie haben den Ort auch als eines ihrer Angriffsziele markiert. Nur wenige meiner Soldaten haben Erfahrung, wie man mit Drachen an seiner Seite kämpft. Was für ein glorreicher Tag. Ihre Anwesenheit verschafft uns Zuversicht. Wir müssen dem Vorstoß der Jaradin jetzt ein für alle Mal ein Ende setzen. Heute erinnern wir die Feinde daran, dass das Land unter unserem Schutz steht. Es wird Zeit, uns zu holen, was uns gehört. Ibysian? Ich werde helfen, wenn ich kann. Er sagt es nicht. Warum sind die Jaradin überhaupt hier? Lokale Späher haben in den vergangenen Tagen erhöhte Jaradin-Aktivität in der Umgebung beobachtet. Eurer Entdeckung zufolge scheint es ihr Plan zu sein, den Zugang zu Arboris zu verschaffen und eine Entität zu retten, die sie als ihren Ältesten bezeichnen. Könnte es ihr ehemaliger Anführer sein oder eine ähnlich wichtige Person? Apropos Arboris, ist das denn jetzt eigentlich schon verfügbar? Nee, ne? Nur der erste Flügel. Ja. Unser Vermächtnis. Fliegen wir los. Erblühen. Oh yeah. Macht euch bereit. Es ist unsere Pflicht, die Jaradin aufzuhalten. Drachennester im Osten gefunden. Drachennester.
Das gefällt mir nicht. Ich auch nicht. Das Feldkommando soll das Schlachtfeld überwachen, während wir nachsehen. Oha. Was ist hier passiert? What? Okay. Kriecherdrachen. Moment, das Haare? So treffen wir uns wieder. Da wären wir in einer sehr ungewöhnlichen Umgebung, aber ich habe das Gefühl, dass sich alles ändern wird. Mhm. Azeroth erwarten viele Bedrohungen. Okay, viele tote Jaradin. Es tut gut, euch zu sehen. Es gibt vieles, was wir nicht über die Zaralek-Höhle wissen. Seid vorsichtig. Das muss das Brutgebiet sein, das im gestohlenen Bericht erwähnt wurde. Aber warum sind Jaradin hier tot? Kommen wir zu spät. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Wir können nur mutmaßen, dass die marschierenden Jaradin von irgendetwas angegriffen wurden. Wer könnte dahinter stecken? Wir sollten uns die Sache näher anschauen, bevor wir fortfahren. Mögen die Winde... Ruhig, Kleiner. Wir tun dir nichts. Kriecherdrache. Dieser hier zeigt immer beeindruckende Kreaturen. Das muss ihr Brutgebiet sein. Und dieser hier trägt noch immer Vaters Banner, also das Banner von Neltharion. Sie scheinen Neltharion weiterhin treu ergeben. Kommen die etwa aus Abarus? Moment. Aber die Jaradin, dann arbeiten die Jaradin mit den Drakkin aus Abarus zusammen, oder was? Getötet von Drakonidenwaffen. Moment, haben die verteidigt gegen die Jaradin? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Die Jaradin wurden also hier von einer unbekannten Streitmacht der Drakkin aufgehalten. Angesichts der zahlreichen Toten scheinen diese Drakkin ebenso brutal wie die Jaradin zu sein. Am meisten Sorgen macht mir, dass die weiterhin Neltharions Banner tragen. Das bedeutet, dass sie ihm und der Aufgabe, die er ihnen einst übertrug, weiter treu ergeben sind. Wir müssen auf der Hut sein. Die Sache hier wurde gerade noch komplizierter. Oh, das ist interessant. Das heißt, die Anhänger von Neltharion, die immer noch ihm dienen, sind gegen die Jaradin, die ihren Ältesten erwecken wollen. Die Aspekte mögen euch schützen. Käfige, Ketten und Transportwagen. Ich glaube, wir können uns alle denken, wohin das führt. Wenn die Drakoiden planen, die Kriecherdrachen gefangen zu nehmen und zu versklaven, sind sie keinen Deut besser als die Jaradin. Schaut, was ihr tun könnt, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Okay, sie wollen die also auch versklaven. Wir haben die Jaradin und die ehemaligen Anhänger von Neltharion, oder immer noch Anhänger von Neltharion, die beide die Kriecherdrachen versklaven wollen. Oha. Hochgewürgter, halbverdauter Fisch. Oha. Schlängelnder Kriecherdrache. Alles hier deutet auf ein wohlkoordiniertes Unterfangen hin. Die Kriecherdrachen sind fast wie wilde Tiere. Ohne unsere Hilfe haben sie keine Chance. Findet den Anführer ihrer Operation und setzt dem Ganzen ein Ende. Xymra ist skrupellos und herzlos und es ist ihr oberstes Ziel, alle Kriecherdrachen zu fangen. Seid vorsichtig. Verschließt schnell die Käfige. Wir brechen nach Abarus auf. Ich stelle persönlich sicher, dass diese Experimente das Labor nicht verlassen. Experimente, okay. Sind das jetzt Experimente, experimentelle Drachenwesen, die entkommen sind, oder was? Und deswegen fangen die wieder ein, soll ich das so verstehen? Operation der Wilderer gestört. Wird meinen Tod rächen. Ah. Ist das so? Transportwagen. Okay, die wollten ja so einfangen. Meine Frage, wieder einfangen oder erstmalig einfangen? Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Komm raus da. Oje, oje. Gab es etwa einen experimentellen Ausbruch? Sind Experimente entkommen? Das ist zu weit entfernt.
Ihr haltet euch für heldenhaft! Das ist nichts als Diebstahl! Ansichtssache, ne? Wenn ihr Leben erschafft, macht es das Leben ja nicht gleich lebensunwürdig, oder? So. Die Drachen gehören uns. Jetzt nicht mehr. Ja, interessant. Dann sind das also wirklich aus Arborus entkommene Drachen. Das macht das Ganze ganz schön spannend. Okay, 15%, ein Gegner oder noch ein Wagen oder sowas. Ah, hier. Perfekt. Interessanter Knick nochmal, oder? So. 95, na toll. Ich muss näher ran. Okay. Der Dienst bringt Ehre. Die Kriecherdrachen sind frei. Gut gemacht. Mögen die Winde euch leiten. Die Kriecherdrachen wurden also nicht hier, sondern in Arborus geboren. Waren sie womöglich Teil eines Experiments? Vielleicht die letzten Experimente zur Erschaffung der Draktür? Der Gedanke, wie leicht es für Neltharion war, Leben zu erschaffen, wie zu vernichten, lässt mich erschaudern. Dennoch war dies ein schwerer Schlag für ihr Unterfangen. Diese Schlangen könnten nützlich sein, wenn man sie in den Dienst zwingen kann. Aber sie sind doch von unserer Art, Sabelian. Das sind nur fehlgeschlagene Experimente, sonst nichts. Futter für das Schlachtfeld. Unsere Erschaffung definiert uns nicht. Oder bin ich für euch auch nur Futter? Ja, das ist genau das, was ihr seid. Ihr liegt falsch. Eure Schicksale sind eng verknüpft. Ob ihr nun wollt oder nicht, ist er doch euer Bruder. Zwei Schwingen, die das Fliegen lernen oder scheitern müssen. Gemeinsam, bevor es zu spät ist. Schön gesprochen. Oh. Okay, hier erstmal Hörner. Hier eine Nymphenrufstufe, yay. Und Una Drache. Schaltet den schlängernden Kriecherdrachen frei. Jetzt habe ich das erste Mal einen Drachen als Favoriten gesetzt, ne? Kriecherdrachen. Das bereue ich noch. Okay. Ja, es ist okay. Ein bisschen lang. Muss mal die Customize-Option angucken. Übisian. Wir leben in harten Zeiten. Wir sind in einer schwierigen Lage. Wunden und Unsicherheiten können nicht leichtfertig abgetan werden. Nur Zeit und Zusammenarbeit können in den Stich langjähriger Rivalitäten lindern. Aber es gilt, dringliche Angelegenheiten zu erledigen. Wenn es eine große Streitmacht von Drakoiden gibt, die immer noch der Erinnerung an Neltharion treu ergeben sind, schwebt dieses Land in noch viel größerer Gefahr, als wir alle erwartet haben. Glutal verfolgt immer noch Sakaref, allein. Sie muss von der Bedrohung um sich herum erfahren. Wir müssen sie finden und ihr helfen. Helft Glutal Sakaref an der Schwefelgarnison aufzuhalten. Mögen die Winde, ich bin nicht verärgert. Ich bin traurig. Es bricht mir das Herz, Vororion und Sabelian so streiten zu sehen. Unfähig, ihre Differenzen auch nur für einen Moment beizulegen. Fühle ich. Ja, vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass der
Obsidian-Drachenschwarm jetzt nicht mehr die höchste, Drachenanzahl hat. Dann zu sehen, dass die beiden es nicht mehr hinbekommen, den Ernst der Situation zu erkennen, sondern immer nur daran denken, wer der nächste Aspekt wird. Meine Güte. Also, natürlich, das ist eine sehr große Änderung, denn wir haben jetzt nicht mehr die Jaradin und die Inkarnationen und die Primalisten, sondern auf einmal auch noch eine dritte Fraktion. Wir haben jetzt auch noch die Anhänger, die immer noch auf der Seite von Neltarion sind. Das ist ja total verrückt. Okay, und mittendrin Sakareth. Der ja unbedingt... Ich weiß nicht, was Sakareth plant, aber es kann nichts Gutes sein. Ja, und mittendrin immer noch Sakareth, der das ganze Erbe von Neltarion als sein Erbe ansieht, weil er ja einer der Kommandanten von Neltarion ist. Glutal. Ich bin bereit zu dienen. Sakareth, ich suche ihn, seit sich unsere Wege das letzte Mal kreuzten. Ich vermute, dass er noch immer keine Vernunft walten lassen wird, aber ich kann ihn noch nicht aufgeben. Es sind nur noch so wenige von uns übrig. Ja, ich bin bereit, ihm gegenüberzutreten. Dient ehrenhaft. Lass das, Sakareth! Diese Narren mögen nicht mehr zu retten sein. Ihre Ausrüstung aber schon. Sammelt für unsere Truppen so viel ihr könnt. Ich brauche ein Ziel. Sakareth, what you doing? Durch Arboros abgeschirmt. Folgt dem dunklen Flüstern, wenn ihr müsst. Aber zieht unsere Leute nicht mit hinein. Lasst sie selbst entscheiden. Ich benutze die Splitterflammen, wie ich will! Oh je. Oh, übelst sie an. Geil. Ihr seid meine Aufmerksamkeit nicht wert, Glutal. Ja, es ist schon bedenklich, dass er die Leute ja wirklich bewusst manipuliert. Und sie nicht aus freien Stücken den Splitterflammen folgen. Danke, Ebysian. Geht es euch gut? Oh Mann. Ich will mein Volk retten, aber Sakareth hat Arboros Schutz. Wir können ihn vielleicht nicht mehr stoppen. Vielleicht doch. Überlass das mir. Unser Schwarm ist stärker, zersplittert denn je, doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Seid vorsichtig. Sakareth könnte versuchen, sich vergeblich hinter der Macht von Arboros zu verstecken. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Dass Sakareth Schwurbinder trug und mag es auch nur für kurze Zeit gewesen sein, hat ihn gezeichnet. Oder er trägt noch immer einen Teil davon. Jetzt ist die Macht von Arboros mit ihm. Besorgniserregend. Äußerst besorgniserregend. Die Aspekte mögen euch schützen. Unser Angriff auf die Schwefelgarnison wird ohne Sabelian und seine gnadenlosen und mächtigen Drachen nicht gelingen. Wir müssen ihn davon überzeugen, dass unsere Ziele sich überschneiden. Wenn wir ihn als Taktiker und General appellieren, wird er uns sicherlich helfen. Hoffe ich. Wir finden ihn mit seinen Truppen beim Jaradin-Angriff. Mögen die Winde, ich vertraue auf meinen Schwarm. Er wird kämpfen. Es gibt viel zu tun. Sakareth, ich suche ihn, seit sich unsere Wege das letzte Mal gekreuzt haben. Ja. Bleibt aufrichtig. Okay, sprech mit Sabelian. Jetzt müssen wir den echt überzeugen. Wir brauchen die Drachen. Oh Mann. Denk dran, Sabelian will ja Glutal nicht helfen, weil er Sakareth für eine unwichtige Nebenbedrohung hält. Sabelian will Fyrak, die Inkarnation, bekämpfen und Arboros sichern. Wobei Arboros, Sakareth will ja auch an Arboros ran. Und damit überschneiden sich tatsächlich die Interessen. Exadria. Cool.
Sabelian? Ihr steht vor dem rechtmäßigen Erben. An einem so gefährlichen Ort muss ich die Augen offen halten und mich auf das konzentrieren, was getan werden muss. Übisschen will mit euch sprechen. Felix, muss ich mit einer Lektion rechnen? Na. Im Gegenteil. Wir alle sind Aberus ausgewichen. Doch es ist Zeit. Leiht mir eure Kraft, Sabelian. Glutal muss die Schwefelgarnison durchbrechen. Wir können es schaffen, wenn wir zusammenarbeiten. Aberus, ihr glaubt, Glutal ist des Blutes meiner Drachen würdig? Es ist kein Geheimnis, dass ihr das Vermächtnis des Erdwächters in Aberus aufdecken wollt. Wenn ihr seine Verteidigung durchbrechen wollt, warum nicht jetzt gleich? Gemeinsam mit Verbündeten. Gut. Wir werden da sein. Ja, gutes Argument, ne? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Vielleicht können wir zusammen kämpfen. Seid vorsichtig. Die Aspekte mögen euch schützen. Ohne die Verstohlenheit und Schleue von Furorion und seinen Schwarzkrallenagenten kann unser Angriff nicht gelingen. Wir müssen ihn überzeugen, uns zu helfen. Glücklicherweise weiß ich, dass er tief im Herzen niemanden die Hilfe verweigert, der in wahrer Not ist. Insbesondere dann nicht, wenn er ihm schmeichelt. Gehen wir zu Furorion an den Obsidianrast, um ihn für uns zu gewinnen. Mögen die wir sehen uns am Eingang der Schwefelgarnison, Sabelian. Clever. Aber schön, wie Sabelian und Furorion wieder getrennt stehen, ne? Ach man, die beiden. Ich sag euch, die werden noch richtig dicke Kumpels. Ich spür's schon. Übisschen wird nachher noch Aspekt und dann sind die erster Kommandant. Furorion? Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu sein. Ich frage mich immer, was das Beste für meinen Schwarm ist. Übisschen will mit euch sprechen. Übisschen, wie schön, euch so bald wiederzusehen. Es ist soweit, Furorion. Seid ihr kampfbereit? Ich bin interessiert. Geht es um Aberus? Die Streitkräfte von Aberus stehen gegen uns alle. Ich brauche eure Stärke, um durchzubrechen. Und die der Schwarzkrallen. Ja, wir müssen Aberus sichern. Doch ich fürchte, was im Inneren wartet. Ich kann das nicht ohne euch tun, Furorion. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir siegreich sein wollen. So ist es. Ihr habt recht. Das habt ihr leider oft. Keine Sorge. Die Schwarzkrallen und meine Krallen werden euch zur Seite stehen. Sehr weise. Der Dienst bringt Ehre. Ich bin froh, dass er an unserer Seite ist. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Seid vorsichtig. Fiese Aufhänger, ich weiß, aber der Sturm auf die Schwefelgarnison erwartet uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Das war eine schöne Aufnahme. Wir haben die neuen Drachenreittiere freigeschaltet. Wir haben erfahren, dass tatsächlich in Aberus noch eine neue Gegenfraktion auf uns wartet, nämlich die weiteren Anhänger von Eltharion. Und vor allen Dingen haben wir jetzt wieder ein bisschen Einigkeit im Obsidian-Drachenschwarm geschaffen, um gemeinsam Aberus anzugreifen. Ob das Ganze funktioniert und ob wir Sakareth aufhalten können, bevor er Aberus betritt, erfahren wir in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.